Hallo alle miteinander. Das Thema heute ist, beinhaltet die Bibel einen Plan für die neue Weltordnung oder nicht? Sozusagen Fragezeichen. Ja, wie komme ich auf das Thema überhaupt? Es kommen immer wieder Kommentatoren auf meinen Kanal und schreiben in den Kommentaren, dass die Bibel keine richtigen Prophezeiungen enthält, sondern einfach nur ein Plan, den dann die Gläubige umsetzen. Ja, und deswegen erfüllen sich die Prophezeiungen. Nicht, weil es Gott gibt und nicht, weil Gott die Zukunft vorhersagen kann, sondern einfach, weil das ein Plan ist. Und nach diesem Plan läuft das alles und die Gläubigen setzen den um. So, und in der Bibel steht, also wird prophezeit, dass in der letzten Zeit ein Weltreich aufkommen wird, das alle Völker beherrschen wird und dass es ein Zeichen gegeben wird, den Menschen auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Und ohne dieses Zeichen wird nicht verkauft oder nicht verkauft oder man kann nicht verkaufen oder kaufen. So. Wird nicht möglich sein ohne dieses Zeichen. So, und diese Leute behaupten dann, dass das wohl die Gläubige alles umsetzen wollen. Das ist natürlich eine krasse Aussage, die einfach aus dem Unglauben hervorkommt, das Unglauben an Gott. Also die gehen davon aus, dass es einen Gott nicht gibt, deswegen auch keine Prophezeiungen möglich sind. Also muss es irgendwie anders sich erfüllen. Also diese Prophezeiungen müssen sich auf irgendeine andere Weise erfüllen. Dass die sich erfüllen, ist ja schon offensichtlich. Diese Pläne für die neue Weltregierung existieren schon jetzt. Auch die Pläne für die Verchippung der Bevölkerung existieren schon jetzt. Das kann man jetzt nicht leugnen. Also die biblische Prophezeiung, die schon fast 2000 Jahre alt ist, muss man bedenken, erfüllt sich jetzt vor unseren Augen. Und das können diese Leute nicht erklären. Ja, weil das ist ja offensichtlich übernatürlich, dass eine Prophezeiung, die schon fast 2000 Jahre alt ist, müsst ihr euch überlegen, 2000 Jahre, dass die sich jetzt erfüllt. Und da wollen sie irgendeine Ausrede dafür und sagen, ja, das ist halt ein Plan. Und die Gläubigen setzen jetzt um. Deswegen erfüllen sie diese Prophezeiung. So, erstmal. Zweitens ist, erstmal wollen sie die Prophezeiungen relativieren. Zweitens ist diese Aussage sehr bösartig, weil man schiebt dann den Christen alle Probleme, die auf der Welt so passieren, den Christen in die Schuhe. Ja, die sind schuld, die setzen ja diesen bösartigen Plan um. Deswegen sind die ja schuld. Ja? Das ist eine richtig heftige Unterstellung, also richtig bösartige Aussage den Christen gegenüber. Ja, erstmal die Prophezeiungen werden relativiert und zweitens, die Christen werden als Sündenbock für alles hingestellt. Ja, die stecken hinter diesem Plan und wollen den umsetzen. So. Das Schlimme an dieser Aussage ist, dass die Leute, die die Bibel nicht kennen und keine Ahnung haben, ja daran glauben könnten, ja, weil die gehen ja auch nicht davon aus, dass es Gott gibt, dass die Prophezeiungen sich erfüllen und so weiter. Und so bekommen diese Leute, diese Unwissenden, eine einfache Erklärung für das, was passiert. Ja, scheinbar einfache Erklärung, ja. Die setzen den Plan um, deswegen erfüllen sie die Prophezeiungen. Und gleich bietet man auch ein Feindbild mit dieser Aussage sofort. Das sind die Christen, die das umsetzen. Deswegen ist das eine sehr gefährliche Aussage, sehr hinterhältige, bösartige Aussage. Also, und dem muss man entgegenwirken. Wenn die Christen wirklich diesen Plan umsetzen, ja, dann müssen die ja irgendwas davon haben.
Ja, wozu setzen sie denn um? Die Prophezeiung ist aber so, dass in dieser Zeit der Herrschaft des Tieres die Christen verfolgt werden. Es wird prophezeit, dass sie umgebracht werden, weltweit verfolgt werden. Es wird auch prophezeit, dass die Christen auf keinen Fall dieses Zeichen annehmen dürfen, wird gesagt, ja. Dass wer sie dieses Zeichen machen lässt, der wird den Zorn Gottes, die Schale des Zornes Gottes trinken müssen. Der verliert das Heil, wird nicht gerettet werden können. Also diese ganze Prophezeiung ist eigentlich sozusagen für die Christen sehr schlimm, weil die werden dann in der Zeit verfolgt und die werden dieses Zeichen, dieses ganze System nicht mitmachen wollen und die werden dann verfolgt und umgebracht werden. Was also für einen Sinn gibt es für die Christen, diese Prophezeiung umzusetzen? Das Reich des Tieres, des Antichristen, wird ja auch als ein satanisches Reich beschrieben, wo Satan herrscht, wo Ungerechtigkeit herrscht. Ja, und so weiter. Und das sollen die Christen umsetzen? Wozu denn das? Das ist vollkommen unlogische Aussage, erstmal. Außerdem, diese Leute verstehen auch gar nicht, wie die Prophezeiungen funktionieren. Ja, vor 2000 Jahren vorhergesagt wurde, dass am Ende der Zeit dann ein Weltreich entstehen wird, das rote Tier, das wird mit bildhaft mit dem Tier dargestellt, alles vernichtet und der die Christen verfolgt. Wer hat das geplant vor 2000 Jahren und wozu? Das macht doch keinen Sinn. Absolut nicht. Das ist völlig unlogisch. Also, ich meine, so vor 2000 Jahren sowas zu planen, ein Weltreich, dann Christenverfolgung. Dann letztendlich bricht dieses Weltreich zusammen und so weiter. Es macht einfach keinen Sinn, da so lange hinzuplanen. Ja, wenn man jetzt wirklich etwas, eine Verschwörung hat und die umsetzen will, dann muss die ziemlich schnell, also möglichst schnell passieren. So ein paar Jahrhunderte muss die vielleicht für eine Weltherrschaft, vielleicht 3, 4 Jahrhunderte muss man vorher planen, aber doch nicht vor 2000 Jahren. Das ist Quatsch. Und dann, ja, wenn wir jetzt nehmen mal an, dass das die Satanisten sind, die diese biblische Prophezeiung umsetzen wollen. Die haben einfach die Bibel gelesen auch und haben herausgefunden, aha, da wird es ja so ein Weltreich geben, wir setzen das mal um. Erstmal, die Satanisten glauben nicht an die Bibel, ja. Die lesen auch die Bibel nicht, die Offenbarung lesen sie von Johannes gar nicht. Zweitens, da wird ja auch prophezeit, dass dieses Reich zusammenbrechen wird. Das wird nur 7 Jahre dauern, die Herrschaft des Tieres und die Christenverfolgung und so weiter. Und dann bricht das Reich zusammen und dann werden die Leute, die das Ganze eingefädelt haben, bestraft werden. Das wird da auch prophezeit. Also für die macht das auch keinen Sinn, die biblische Prophezeiung umzusetzen. Die haben dann halt ihre ganz eigenen Pläne, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Die Bibel offenbart einfach diesen Plan, offenbart, was sie vorhaben, offenbart voraus, warnt uns voraus von dem, was kommen wird und sagt uns, nimm dieses Zeichen nicht an. Er macht dieses System nicht mit. Das ist eine warnende Prophezeiung für uns. Und wenn es soweit ist, sind wir dann darauf vorbereitet, wir wissen, was kommt. Ja, weil wir gewarnt wurden. So. Aber schauen wir mal, wie die biblischen Prophezeiungen funktionieren. Ich lese mal hier so mal eine Prophezeiung aus dem Alten Testament.
sage ich mal, die erste gleich, die es in der Bibel gibt, über die Prophezeiung des Noah. Das ist 1. Mose, 6. Kapitel, ab 12. Vers. Und das ist übrigens auch sehr ähnliche Situation, wie wir jetzt haben. So. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde, also pervertiert. Alle Menschen haben ihr Verhalten pervertiert. Das sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so weiter. Hier wird dir eine Anweisung für die Arche gegeben. Und dann, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Und so weiter. Also Gott gibt Noah die Anweisung, wie er die Arche bauen soll, dass er die Tiere mitnehmen soll und dass seine Familie mit hineingehen soll. Und sagt voraus, dass die Erde mit den ganzen pervertierten Menschen vernichtet wird. Also das Leben auf der Erde. So, und Noah fängt an, die Arche zu bauen auf einem Berg und predigt den Menschen vor der Sintflut und sagt, ihr habt es übertrieben, Gott wird euch vernichten, ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren. Ja, und er baut ziemlich lange diese Arche, die ist auch sehr groß. Mit seinen Söhnen baute sie. Wahrscheinlich hat das um die 100 Jahre gedauert, irgendwie so. Und in der Zeit predigt er zu den Menschen vor der Sintflut. Sie bekehren sich aber nicht. Sie lachen ihn aus. Sie halten ihn für einen Verrückten, der ein Schiff auf dem Berg baut. Ja, und achten nicht auf ihn. Und dann kommt die Flut und vernichtet sie alle. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt keine Prophezeiungen, ja, und es gibt Gott gar nicht, und diese ganzen Prophezeiungen sind selbsterfüllend, ja, dann hat Noah irgendwann mal beschlossen, die Welt zu vernichten, sagt das voraus, ja, baut diesen Schiff und dann löst er irgendwie die Sintflut aus, oder wie? Oder wie soll das gegangen sein? Ja, es gibt viele solche Prophezeiungen, zum Beispiel, da sagt Gott voraus, dem Lot, der soll aus Sodom und Gomorra weggehen, weil Gott diese Städte vernichten wird, ja, und dann sind die auch vernichtet worden. Oder zum Beispiel auch eine sehr interessante Prophezeiung aus dem Alten Testament von Jesaja, Jahrhunderte vor der babylonischen Gefangenschaft. Und da sagt Jesaja voraus, also dass die Juden weggeführt werden nach Babylon und dass zur Zeit des Königs Kyros sie wieder zurückkehren dürfen. Und da wird sein Name genau genannt. Normalerweise in den Prophezeiungen werden die Namen nicht genannt, aber bei diesem König steht geschrieben, ich nenne dich bei Namen, dass du mein Volk zurückbringen sollst. Und das war Jahrhunderte vor der babylonischen Gefangenschaft. Und dann erfüllt sich diese Prophezeiung genau und zu der Zeit des Kyros liest der König Kyros diese Prophezeiung und lässt die Juden zurückkehren in ihr Land, um den Tempel wieder aufbauen. Und die Prophezeiung erfüllt sich haargenau. Wie soll Jesaja das alles vorher geplant haben? Er soll das so geführt haben, dass die Babylonier kamen, die Juden besiegt haben, sie in Gefangenschaft genommen haben und dann irgendwann mal müsste dem Plan nach auch der Kyros eingesetzt werden als Weltherrscher, der sie dann zurück in ein Land bringt.
völlig hinlose Theorie, das geht doch gar nicht. Das hätte Jesaja überhaupt nie planen oder ausführen können. Schwachsinn. Oder zum Beispiel, es gibt viele Prophezeiungen auf Jesus hin im Alten Testament. Ich will jetzt nicht alle hier vorlesen, aber ein paar nehme ich mal. So, in Micha 5,1. Und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und dann in Matthäus Evangelium 2, 1 bis 6. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also es wird vorhergesagt, dass ein Messias kommen wird, der Retter der Welt und auch letztendlich der Herrscher, und dass er aus Bethlehem kommen wird. Und dann später wird Jesus auch in Bethlehem geboren. Oder hier Jesaja 35, 4, 6. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und dann die Erfüllung in Matthäus Evangelium 11, 2, 5. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören. Also das, was Jesaja Jahrhunderte, da 700 Jahre vorher irgendwie um den Dreh vorher gesagt hat, wird dann genau erfüllt. Die Lahme werden gehen, die Blinde sehen und so weiter. Alles, was in der Prophezeiung des Jesajas vorhergesagt wurde, wird erfüllt. Boah, jetzt haben wir das Video versaut mit ihm. Okay, und dann weiter. Eine Prophezeiung aus dem Psalm 78, 2. Ich will meinen Mund zu eine Gleich ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Und dann die Erfüllung in Matthäus Evangelium 13, 34, 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmenge, und ohne Gleichnis redete nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Ich will in meinen Mund zu Gleichnis reden öffnen, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und es gibt hier sehr viele solche Prophezeiungen, ne, aus dem Alten Testament. Ich will das jetzt nicht zu lange machen. Ich mache mal, glaube ich, irgendwann mal ein Video extra darüber. Auf jeden Fall, Jahrhunderte vorher, ja, wird etwas gesagt auf den Messias hin, und dann erfüllt sie das ganz genau zu seiner Zeit. So, okay, noch einmal eine Prophezeiung Jesu darüber, dass den Christen in der Zeit der Drangsal sehr schlecht ergehen wird, dass die keinen Grund dafür haben, diesen Plan, angeblichen Plan umzusetzen, sondern dass das nur eine Prophezeiung ist. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen.
dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Also hier wird die Hetze gegen die Christen vorher gesagt. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. So, wir haben jetzt auch schon so ziemlich allen Völkern das Evangelium gebracht. Es gibt praktisch keine Völker, richtige Völker mehr, die niemals etwas von Gott gehört haben, die Bibel nicht gesehen haben. Es gibt vielleicht ein paar Dörfer noch im Dschungel irgendwie, aber da sind ja auch keine richtigen Völker sozusagen. Also praktisch die ganze Welt wurde schon evangelisiert, also mindestens, dass sie, wenn sie suchen, dass sie es finden können, das Wort Gottes. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass die Menschen gar nichts von Gott wussten und auch keine Informationen darüber kriegen konnten. Heute ist das möglich. Egal, wo du wohnst, wenn du willst, kannst du eine Bibel finden. Also, und diese Prophezeiung hat sich genau erfüllt. Und das sagte Jesus vor 2000 Jahren. Was gab es da noch für Prophezeiungen so interessante? Zum Beispiel Daniel, zur Zeit des babylonischen Weltreiches, sagte er voraus, das medopersische Weltreich, das danach kommen wird, dann griechische Weltreich, Alexander den Großen hat er genau vorher gesagt, dann später das römische Weltreich hat er vorher gesagt. Ne? Wie soll das, bitteschön, Daniel alles geplant haben? Und wie soll das die Gläubige umgesetzt haben? Das geht doch gar nicht. Also Daniel war selbst ein Sklave des babylonischen Weltherrschers praktisch. Und er hatte keine Möglichkeit, keine Macht, Weltreich hier einzusetzen oder sie wieder abzusetzen. Das ist völliger Quatsch. Und auch die Juden hätten nicht die Macht dazu. Also über Alexander den Großen hatten sie überhaupt keinen Einfluss auf ihn oder auf die Römer und so weiter. Die Römer und Alexander der Große hatten dann später Israel besetzt und auch die Römer und so weiter. Also diese Prophezeiungen sind keineswegs irgendwelche Pläne, sondern einfach Voraussagen, die Gott seinen Propheten offenbart und sie dann sagen, was voraus einfach, was passieren wird, ganz einfach. Mit Plänen hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt natürlich jetzt für die neue Weltordnung Pläne, ja, aber die stammen nicht aus der Bibel. Ja, die sind auch anders, als es in der Bibel gesagt wird. Die wollen ja eine Weltherrschaft, die dann besteht und dass die dann herrschen, bis in alle Ewigkeit, aber die Bibel sagt voraus, dass dieses Weltreich, das am Ende entstehen wird, nicht lange bestehen wird. Ja, diesem Weltreich hat Gott ein Ende gesetzt. Er wird dann persönlich eingreifen und es stoppen, dass es so nicht weitergeht. Und dann wird er das Blut der Christen, das vergossen wurde, rächen. Und dann diesen Leuten geben, was die verdient haben. Das ist die biblische Prophezeiung. Das hat mit den Plänen der neuen Weltordnung gar nichts zu tun. Ja, das war erstmal so im Großen und Ganzen alles. Bis zum nächsten Mal.